Ein frisch eingetroffenes, gebrauchtes Boot, der Rio 700 Cruiser, steht bereit für dich zum Kauf. Folge uns. Beginnen wir mit einigen technischen Merkmalen des Bootes, um einen umfassenden Überblick zu erhalten. Dabei werden wir auf wichtige Details wie die Motorleistung, die Größe und das Material des Bootes eingehen. Wir sind auf 7 Meter Bootslänge, 2,55 Meter Breite, also erinnere ich dich daran, dass du es auf einem Anhänger auf der Straße transportieren kannst. Die maximale Tragfähigkeit beträgt 7 Personen. Das Boot hat einen 6-Zylinder-Mercruiser-Motor mit 4.300 cm 3 Hubraum. Ausgezeichneter Motor, Leistung und Kombination. Aber lassen Sie uns sehen. Beginnen wir mit dem Kontrollturm, dem Steuerstand, praktisch von wo aus dieses Boot gesteuert werden kann. Wir haben die gesamte dedizierte Ausrüstung, also ein ausgezeichnetes Garmin, um die Tiefe zu sehen, ein ausgezeichnetes VHF, auch von Garmin, um im Notfall zu kommunizieren, die Stereoanlage, um gute Musik zu hören und die Anlage für die gesamte Ausrüstung der Mercruiser-Anlage. Also alle analogen Instrumente, das heißt Zeiger, die den Motor überwachen und hier die Schalttafeln für die verschiedenen Zubehörteile, die auf dem Boot installiert sind. Also sind wir in dieser Position, diese Bank ist doppelt, ich kann den Beifahrer oder meine Partnerin oder meinen Partner neben mir bequem sitzen lassen und die Navigation auch in dieser Position sicher genießen. Sehr großer Wohnraum auf diesem Rio 700 mit viel Platz. Dieses Sofa ist sehr geräumig, aber es dient nicht nur als Sitzgelegenheit und Sofa, sondern kann auch mit dem mittleren Teil ergänzt werden, der außerhalb der Boxen eingeklemmt ist, sodass er direkt in die linke Bordwand eingeklemmt wird, direkt vor mir. Aber lassen Sie uns auch das sehen, wenn ich alles zu einem großen Sonnendeck in diesem Cockpit vervollständigen und umwandeln möchte. Sonst, wie geht es? Es ist nichts anderes als eine ausgezeichnete Sitzung für 4, 5, sogar 6 Personen. Hier ist unsere Sonnenliegeverlängerung entweder ausgefahren oder besser direkt in die Bordwand auf der linken Seite der Barke eingeklemmt. Im Bedarfsfall werde ich sie einfach nehmen und vor mich auf das Sofa stellen. Ansonsten ist sie wirklich aus dem Weg, weil sie den Durchgang vollständig freilässt und keinen Platz auf dem Boot einnimmt. Ich befinde mich am Heck des Bootes, also hinten unter mir oder unter den Füßen, das Heckbrett, der Strand, der das Boot stark verlängert und auch die Nutzung des Bootes selbst. Tatsächlich können wir hier auch 3 oder 4 Personen ohne Probleme verweilen, mit ausgeschaltetem Motor, um das Meer zu genießen. Wir können uns ins Wasser stürzen und das tun, was wir wollen, direkt mit dem Meer selbst in Kontakt sein. Unter uns der Innen-Außenbordmotor, unser 6-Zylinder 4300 Mercurial Reservemotor, der Pumpfuß mit dem Propeller ist alles hier unten versteckt. Dank der Tatsache, dass es ein Innen-Außenbordmotor ist, ist alles für das Auge unsichtbar und neben dem schönen Aussehen auch super nutzbar. Oben in unserer Kabine haben wir ein Doppelsonnenbett, auf dem problemlos 2 Personen liegen können. Ich sitze bequem, aber wenn ich mich auf die richtige Seite drehen möchte, wo es sein sollte und vielleicht an einem Sommertag in Badekleidung, könnte ich mich hier problemlos wieder hinlegen und mich entspannen und die Sonne genießen. Eine weitere Option, die dieses Boot mit sich gebracht hat, ist dieser wunderschöne Überrollbügel. Wofür dient der Überrollbügel? Der Überrollbügel hat nicht nur eine ästhetische Funktion, sondern bietet auch eine hervorragende Unterstützung für unsere Sonnenschirme und die Plane des Wohnwagens bei Bedarf. Also könnten wir dank des Überrollbügels diesen Bereich in eine komplette Kabine verwandeln. Auf der linken Seite haben wir eine Tür, um in diese Kabine einzutreten, die, wie du siehst, sehr groß ist. Bitte bedenke, dass wir auf einem 7 Meter langen Boot sind und der Platz zu 100% ausgenutzt wird.
Das möchte ich dich erinnern. Tatsächlich haben wir ein richtiges Doppelbett im vordersten Teil unseres Schiffes, genannt der Bug. In der Mitte sehr breit, verjüngt sich zum Bug zur Spitze hin. Aber normalerweise schläft man auf diesen Booten genau in dieser Richtung mit dem Rücken und den Füßen nach vorne. Vor mir haben wir auch die separate Toilette, die wir uns ansehen werden, während wir vor mir auf der rechten Seite, meiner rechten Seite, aber der linken Seite des Bootes, den Kühlschrank und den Herd haben, also den Küchenbereich, und genau vor mir das andere Bett. Also haben wir einen zusätzlichen Platz zum Schlafen, also bequem, drei super bequeme Betten. Separate Kabine vom Badezimmer, von der Toilette. Ich sitze bequem auf der geschlossenen Toilette. Vor mir haben wir das Spülbecken mit dem Wasserhahn, um die Hände zu waschen oder sich am Morgen aufzuwecken und abzuspülen. Der Platz ist da, die Höhen auch, wie du siehst, die Breite. Und wenn man bedenkt, wie immer, dass wir uns auf der Cruiser 700 von Ria befinden, einem 7 Meter langen Boot. Aber wie du weißt, werde ich immer müde, wenn ich zu viel rede. Ich habe keine Lust, etwas anderes zu tun, als dieses Rio 700 Cruiser auszuprobieren. Also schalten wir den Gang ein, treten das Gaspedal durch und haben Spaß. Folge uns. Lass uns auch sehen, wie lange es dauert, bis das Boot eingefahren ist. Also Boot im Leerlauf, geben wir Gas. 3, 2, 1, los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nach 8 Sekunden sind wir ins Gleiten gekommen. Ausgezeichnete Leistung für einen Cruiser dieser Größe. Der minimale Tiefgang ermöglicht das Befahren von langen Strecken mit geringem Treibstoffverbrauch auf hoher See. 17 Knoten, 3600 Umdrehungen. Nicht schlecht. Auch mit der Höchstgeschwindigkeit wirklich beeindruckend gut. 31 Knoten bei 4400 Umdrehungen erreicht. Jede technische Information, die Sie über dieses Boot benötigen, können Sie direkt über die Links, die Sie in der Registerkarte dieses Videos finden, bei uns anfordern. Auf der Videokarte finden Sie auch den Link, der Sie direkt zur kommerziellen Karte des Bootes führt, praktisch wie viel es kosten kann, ob es verfügbar ist oder nicht, also alle Informationen. Um keine unserer Videos zu verpassen, melden Sie sich einfach auf diesem Kanal an. An einem warmen Wintertag, obwohl es Winter ist, ist es nicht kalt und der See ist flach. Ich wünsche Ihnen viel Wind und achten Sie immer auf das Wetter.